Das WB-Gespräch von Willisauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch im aktuellen Monatsinterview vom Willisauer Bott. Nach langem Warten hat es endlich grünes Licht gegeben. Das Spital Wohnhausen kann neu gebaut werden. Aber in die Freude der Menschen in den Regionen Luzerner Hinterland und Entlebuch mischt sich auch Skepsis und Sorge. Der Regierungsrat und der Spitalrat wollen nämlich das medizinische Angebot des Spitals verändern oder abbauen. Dagegen wehrt sich das Komitee pro Spital Wohnhausen. Eine der treibenden Kräfte in diesem Komitee ist heute bei mir zu Gast. Es ist die Menznauer Kantonsrätin und Sozialvorsteherin Helene Schurtenberger. Herzlich willkommen. Ja, merci vielmals, dass ich da sein darf. Frau Schurtenberger, im Komitee Pro Spital Wohlhausen sind in der kürzesten Zeit gegen 3'000 Mitglieder beigetreten. Haben Sie das erwartet? Ja, ich habe das gedacht, dass wir relativ rasch viele Mitglieder haben. Mit der Medienmitteilung, dass im Spital Wohlhausen die Geburtenabteilung und die Intensivstation geschlossen wird, ist für die Region Grund- und Notfallversorgung gefördert und das bewegt unsere Bürger. Mit ihrer Mitgliedschaft zeigen sie, dass ihnen das Thema wichtig ist und man ihre Stimme hören will. Und das Spital Wohlhausen ist eine Herzensangelegenheit und wir denken, wir können die Komiteemitglieder noch verdoppeln. Welche sind denn, kurz zusammengefasst, so Grundanliegen, die das Komitee vertritt? Die wichtigsten Ziele sind die Erhaltung der Gynäkologie, Geburtsabteilung, sowie ein 24-Stunden-Betrieb und ein IPS. Was aber auch ganz wichtig ist, ist die Stärkung der ländlichen Region, sobald man hier ein Glied rausbekommt. Schneidet, ist das Spital Wohlhausen nicht mehr attraktiv. Dann wollen wir natürlich die Zusammenarbeit mit dem Spital und den Hausärzten weiterhin pflegen, weil das Spital Wohlhausen hat einen sehr guten Ruf. Und wir wollen auch hier im Hinterland die Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern. Sie haben es angesprochen, 24-Stunden-Betrieb. Da kommen die ersten Fragen. Macht es Sinn, in allen Standorten so einen 24-Stunden-Betrieb, also quasi überall alles anzubieten? Oder wäre es nicht sinnvoller, vielleicht gewisse Sachen auf die einzelnen Standorte zu verteilen? Wir wollen ja eigentlich nur Grundversorgung. Und ich habe es erwähnt, was das eigentlich ist. In der Grundversorgung, das bringt schon zum Ausdruck, es braucht nicht überall alles. Aber das, was der Regierungsrat Graf im Moment unter Grundbedarf definiert, ist nicht mehr das, was er einmal gesagt hat in seinem Versprechen 2014. Und das beunruhigt die Bevölkerung. Es muss nicht alles überall angeboten werden, aber eine Notfallversorgung in nächster Nähe ist einfach wohl wichtig für unsere Region. Vor allem auch Region Entlebuch. Könnte man als Alternative jetzt mal gesagt, vielleicht die interkantonale Zusammenarbeit noch ein bisschen ausdehnen? Ich denke jetzt nicht nur Richtung Zentralschweiz, sondern für Entlebuch vielleicht Richtung Emmental oder für einen unteren Teil Richtung Langenthal oder Aargau. Wäre das nicht eine Variante? Ja. Es ist natürlich so, dass in gewissen Kantonen wird ganz klar geschrieben, dass man in 15 bis 30 Minuten Zugang haben zu einem Spital. Und das ist so nicht gewährleistet, auch im Entlebuch nicht, wenn wir auch Zusammenarbeiten ausserkantonal suchen. Kooperationen werden jetzt schon gemacht und das ist auch sinnvoll. Aber das Grundangebot muss in der kürzesten Zeit können, in nächster Nähe bezogen werden. Und darum finde ich, die wichtigen Sachen müssen in Wohlhausen bleiben. Das Angebot vom Spital Wohlhausen ist inzwischen auch auf der politischen Bühne bereits gelandet. Mehr als die Hälfte von den 120 Kantonsratsmitgliedern, nämlich 65, fordert explizit, ich zitiere hier, also an beiden Standorten, Sorsi und Wohlhausen, weiterhin Medizin, Chirurgie, Geburtshilfe, Gynäkologie, Anästhesie, Intensivmedizin und die interdisziplinäre Notfall mit 24-Stunden-Bereitschaft anzubieten ist. Hand aufs Herz, macht es Sinn, so ein detailliertes Angebot in ein Gesetz zu schreiben? Ist das auch nicht einfach völlig unflexibel noch? Nein, es ist weniger die Frage, ob es sinnvoll ist, als mehr, was notwendig ist.
Die Regierung ist stark davon abgewichen, was sie noch vor kurzem bei der Beratung des Gesundheitsberichts als Grundversorgung verstanden hat. Kehrtwende hat uns jetzt als Volksvertreter veranlasst, jetzt das im Gesetz in Klarheit zu werden. In vielen Kantonen ist das bereits im Gesetz geschrieben, dass die medizinische Grundversorgung gesichert ist. Häufig ist aber auch der Begriff Grundversorgung gedreht. Und das muss ganz klar präzisiert werden. Und wenn das im Gesetz geschrieben ist, hat man mal Klarheit. Und Flexibilität geht da überhaupt gar nicht verloren. Die Frage ist dann, wo sich viele Leute auch stellen, ist es eigentlich die Aufgabe der Politik, quasi die so Details, sage ich jetzt einmal, zu definieren von einzelnen Spitälern, oder ist das nicht eigentlich Aufgabe vom Spitalrat? Nein, Politik geht vor und der Spitalrat führt aus. Ich denke, Politik ist wichtig, dass sie sucht und schaut, was ist für die Region wichtig. Und der Spitalrat muss nachher ausführen, was Politik vorgibt. Gut. Sie wissen als erfahrene Kantonsrätin, dass eine Motion schnell mal unterschrieben ist. Und wenn es dann ernst wird, die einen oder anderen vielleicht auch wieder davon abkommen, vor allem wenn es dann ums Zahlen geht. Das hat ja auch finanzielle Konsequenzen, die Forderungen von dieser Motion. Haben Sie die Überzeugung, dass die Mehrheit vom Kantonsrat, auch wenn es dann ernst wird, zu dem steht und eben auch die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellt? Der Erhalt der medizinischen Grundversorgung ist nicht nur eine finanzpolitische Frage. In der Begründung der Motion haben wir ja auch aufgezeigt, dass die Regierung nach wie vor vor kurzem klare Aussagen gemacht hat, was Grundversorgung im Spital Wallhausen ist und dass diese erhalten bleiben soll. Die finanzpolitische Dimension ist nicht erst seit heute klar. Die Kehrtwende der Regierung hat plötzlich etwas anderes gemacht und ist nicht nachvollziehbar. Wenn die Pläne der Regierung umgesetzt werden, wird eine Negativspirale lostreten. Und die müssen wir unbedingt verhindern. Und wir sind uns auch bewusst, wenn Spitalangebot in Wallhausen abgebaut wird, dann gehen Arbeitsplätze verloren. So geht wiederum Steuersubstrat verloren. Und wir haben auch die Ausbildungsplätze nicht. Und dann haben wir noch die grössere Abwanderung. Und das können wir auch verhindern. Auch wenn jetzt wir sagen, wir wollen die Grundversorgung, das kostet etwas, im Nachhinein kommt auch wieder etwas hier als Steuersubstrat. Vielleicht das noch etwas konkretisieren, die finanziellen Konsequenzen. Ich zitiere hier den Regierungsrat Guido Graf, der ein Interview gegeben hat in unserer Zeitung. Und er hat dort gesagt, dass die ein strukturelles Defizit vom Spital aus bis 6-7 Millionen Franken pro Jahr und davon nur gut 3 Millionen durch die sogenannten gemeinwirtschaftlichen Leistungen abgedeckt werden. Im ganzen Spitalbereich Lux sind es sogar 30 Millionen. Also da fehlt einiges Geld, das eigentlich der Kantonsrat müsste sprechen. Und der Herr Graf hat dann sogar gesagt, dass man das, was man bestellt, auch bezahlt. Ja, macht ihr das? Also, das ist eine ganz heikle Aussage, die er hier macht. Also, man kann nicht einfach sagen, der bestellt, zahlt. Der Preis für die Erhaltung von gesellschaftlichen und wirtschaftlich starken Regionen muss politisch diskutiert und beschlossen werden. Wir stellen uns dieser Diskussion und wir sind bereit dazu, halt auch etwas zu zahlen. Wenn wir in der Bevölkerung mit einem Rett und sagt, jetzt könnt ihr nicht mehr einfach so ins Spital am Abend, am 10 Uhr, wenn ihr irgendwo ein Problem habt, sind ihr bereit, halt auch ein bisschen mehr zu zahlen, dann ist die Bevölkerung sofort bereit, das auch zu zahlen. Und ich glaube, das tun wir auch so umsetzen, indem wir die Diskussion eingehen und uns auch für die gemeinwirtschaftlichen und Vorhalteleistungen einsetzen. Sicher die, die Motion unterschrieben haben. Es sind ja auch Leute aus der Agglomeration, also sogar Stadt dabei vereinzelt. Das wird ja wahrscheinlich auch eine grosse Frage sein. Ist denn die städtische Agglomerationsbevölkerung bereit, so ein Spital auf der Landschaft mitzutragen? Aktuell reden wir ja von dem grossen Stadt-Landgraben. Gerade bei eidgenössischen Abstimmungen könnte das nicht auch bei einer allfälligen Abstimmung zu einem Problem werden für die Landschaft. Ja, wir müssen natürlich sehen, es geht hier nicht nur um die Grundversorgung des Spital Wallhausen. Wir haben noch ein anderes Regionalspital, und das ist das Spital Sursee. Und dort ist auch noch nicht genau bekannt, was läuft. Und wir haben die städtischen Leute können ins Boot holen, weil sie eben auch sehen, dass die Spitäler auf der Landschaft wichtig sind für das Einzugsgebiet.
und dass die Bevölkerung das unterstützen will. Und wir müssen auch sehen, alles können das Zentrumsspital nicht schlucken. Und zudem ist es wirklich richtig, dass alles in die Stadt einfährt, wenn wir sonst schon ein Problem haben mit dem Verkehr dort drin. Ich zitiere nochmal den Regierungsrat Graf in einem anderen Zusammenhang. Der Spitalrat weist vor allem auf den rasanten Wandel im Gesundheitsbereich. Und das Komitee bezieht sich noch zum Teil auf Sachen von 2014, wo die Aussagen gemacht worden sind. Und der Herr Graf hat dann gesagt, man kauft ja auch nicht das Handy von 2014. Was sagen Sie doch zu dieser pointierten Aussage? Es ist uns bewusst, dass der Gesundheitsbereich eine rasante Entwicklung besteht. Spital Wohausen deckt aber eine grosse Region ab. Und ich weise nochmals auf den Anfahrtsweg hin. Wir haben ganz klar einmal gesagt, jeder sollte können in 30 Minuten in einem Spital sein. Und das muss gewährleistet sein. Und zudem ist auch erwiesen, dass Spital Wohausen eine sehr gute Grundversorgung hat. Und die Hausärzte, die wollen mit dem Spital Wohausen zusammenarbeiten. Die machen sich auch stark für das. Und ich glaube, man darf Medizin nicht mit dem Kauf von einem Handy vergleichen. Das ist für mich nicht eine optimale Aussage. Der Wandel, aber der findet statt, glaube ich, das sehen alle richtig. Also von stationär zu ambulant. Es sind Probleme da mit den Fachkräften. Ich denke, die Bevölkerungsentwicklung spielt da eine Rolle. Steht Gefahr, dass Wohausen halt in ein paar Jahren, dass man jetzt etwas plant und baut, wo man sieht, in 10 Jahren, das braucht es gar nicht. Und ich weiss noch andere Kantone, Bern oder jüngstens St. Gallen, wo man quasi so Baustopps verfügt hat, in Wattwil zum Beispiel. So etwas befürchten Sie nicht? Nein, das befürchte ich nicht. Und zwar war Wattwil natürlich schon immer ein relativ kleines Spital, wo bereits nicht mehr alle Angebote können anbieten konnte. Und je mehr Stückchen das man rauszieht, desto weniger attraktiv ist das Spital. Dann gehe ich nicht mehr auf Luzern ein Hüftgelenk operieren, wenn ich nicht weiss, wenn mir dann etwas während der Operation passieren würde, dass ich dann noch verlegt werden müsste, weil kein Ips mehr rum ist. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass der Patient weiss, wenn ich auf Wohausen gehe, habe ich die optimale Versorgung. Und der bleibt auch Wohausen, weil es eben ein grosses Einzugsgebiet hat. Und nicht jeder will einfach in das grosse Zentrumsspital gehen. Man muss auch sehen, die Bevölkerung geht unsere Leute ins Spital besuchen, aber je weiter weg sie sind, das wird einfach schwieriger. Zum Schluss vielleicht noch die künftigen Aufgaben. Es werden ja jetzt wahrscheinlich die Auseinandersetzungen eben mal im Parlament und vielleicht auch im Volk folgen. Wie bringt sich das Komitee pro Spital Wohausen jetzt in der nächsten Zeit? Suchen Sie Gespräche mit dem Regierungsrat, mit dem Spitalrat? Wir haben nächste Woche wieder eine Sitzung vom Vorstand und wir werden das weitere Vorgehen besprechen. Wir werden das Gespräch mit der Regierung und dem Spitalrat suchen, um unsere Anliegen wirklich noch einmal kundzutun, damit sie sehen, dass wir uns stark machen für unsere Region. Danke vielmals, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei dieser doch recht anspruchsvollen Aufgabe. Merci vielmals, Helene Schurtenberger. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist es wieder vom WB Gespräch, im aktuellen Interview vom Willisauerbot. Wir sehen uns wieder, hoffentlich in einem Monat. Bis dann wünsche ich Ihnen erholsame, schöne Sommertage. Das WB-Gespräch von Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudetechnik.